Hallo Welt, da sind wir zum ersten Mal hier mit einem Unboxing und ich habe Spenden erhalten von euch und dadurch konnte ich mir eine neue Zahnbürste leisten. Vielleicht ist auch ein Ohrring drin oder irgendwie ein Knopf oder so etwas. Wir werden da reingucken, aber erstmal brauchen wir Werkzeug, um dieses Teil hier zu öffnen. Das richtige Werkzeug, nein, dieses natürlich nicht. Das richtige Werkzeug, ja, dieses hier. Schön scharf, bitte nicht rennen damit. Also, kleine Notiz an mich. Ich habe das Paket vor 2 Monaten ungefähr bekommen. Nee, vor 1,5 Monaten so ungefähr. Und ich kann es gar nicht erwarten, es aufzumachen. Und wir machen das jetzt gemeinsam auf. Ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für eure Spenden. Die sind angekommen und wurden natürlich gut eingesetzt. Es ging jetzt nicht alles hier in diese Zahnbürste. Es ging auch Sachen in Computersachen natürlich. Das Teil hier wird natürlich dem Kanal zugutekommen, denn ja, wenn man sich die Zähne putzt, also wenn man einen Zahn putzt, dann kann man sich auch gleich die anderen noch nebenbei putzen, noch mitputzen. Und wenn man schon mal dabei ist, aufzunehmen, ihr wisst schon, dann ist es natürlich sehr wichtig, dass man auch angenehm riecht. Ja gut, da könnte man Pfefferminz nehmen oder sowas. Ich bin aber kein Pfefferminz-Fan. Ich bin ein Freund der Zahnbürste und jetzt packen wir sie mal. Oh, ja, das wird ein bisschen komplizierter, glaube ich. Ist gar keine Zahnbürste drin. Wer hätte das gedacht? Das geht so. So einfach geht das nicht. Wie haben die das denn verpackt? Krass. Wir werden das chirurgisch korrekt entfernen, das Äußere. Erstmal aufschneiden. Oh, nichts kaputt machen da drin. Oh, ich höre es schon klimpern. Das gute Porzellan geht gleich kaputt. Denn, liebe Welt da draußen, ich hatte ja angekündigt, dass 2019, dass ich da ein bisschen zurückgehe vom Gaming, was jetzt in dieser Situation natürlich ein bisschen dumm wäre. Viele gute Titel kommen raus und viele gute Titel wollen vorgestellt werden. Zudem fangen am Ende des Jahres dann auch noch die versprochenen 2 neuen Serien an. Und deswegen wäre das eine ziemlich dumme Sache. Ich werde wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Es soll zurückgehen mit dem Gaming, aber ich werde nicht komplett aufhören. Vor allem werde ich nicht mit Skyrim oder mit Fallout aufhören. Die anderen Serien laufen ja auch noch, die sollen auch noch weitergehen. Alles, was läuft, soll laufen und ein paar neue kommen vielleicht noch dazu. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was wir hier bekommen haben. Ich bin so ungeduldig, ich reiß das einfach raus, oder? Nein, geht's kaputt. Das muss schon fachmännisch gelöst werden. Dafür haben wir auch hier unser Skalpell. Genial. Hätte ich nie gedacht, dass ich nochmal in den Genuss komme. Ah, da kann man schon sehen. Ah, die Überraschung ist vorbei und ich bin noch niemals fertig mit Auspacken. Denn wir haben uns bestellt. Moment. Okay, man merkt, ich mache nicht so oft große Pakete auf. Das haben wir gleich. Kein Problem. Ziert sich nur ein wenig. Vielleicht schneide ich das einfach hier unten alles ab. Ja, und spätestens jetzt ist das Picasso-Bild zerstört. Ja, das ist neue Kunst. Mit so einem Schlitz drin. Also ich habe mir bestellt hier. Okay, wir haben es gleich. Merkt ihr die Vorfreude? Merkt ihr gar nicht, wie ich mich freue? Doch, ich freue mich. Wow, immer noch gut verpackt. Okay, jetzt reicht's aber. Nein, so wird's nicht. So wird es nichts. Okay, ich glaube, das schneiden wir dann nachher zusammen irgendwie, damit das passt. Da, das Stück Styropor ist gekommen. Ja, juhu, endlich. Oh, nicht dahin. So ein bisschen zur Seite. Ah, noch ein Stück. Ich bin kräftig, ich kann schon Styropor brechen. Ja, ich möchte das auch nicht. Aber jetzt haben wir es. Vorsicht. Nicht mit Gewalt. Sensible Geräte da drin.
Und es ist weiß. Ja, das hatten wir schon. Das Geräusch. Quietsch, quietsch. Oh, mach das. Ich habe gleich überall diese Styroporkügelchen hier rumfliegen. Ah, das gibt's doch nicht. Zu ungeschickt dafür. Ja, liebe Welt da draußen. So kann's gehen. Wir kriegen's nicht ausgepackt. Wir müssen's leider wieder zurückschicken, weil wir nicht in der Lage sind, die Verpackung zu öffnen. Von diesem Apfelding. Kennt ihr das? Die sind ja auch spitze verpackt. Aber das hier könnte auch in die Kategorie Apfel mit reinkommen. Ja, wir machen das ganz sanft. Vorsichtig. Vorsichtig. Ja, und wir haben eine. Wir haben einen Karton! Ja, der wird jetzt zum Inventar meiner Wohnung. Der wird hier wahrscheinlich nie wieder rauskommen. Ihr wisst ja, dass ich hier eigentlich in einem Zimmer gefangen bin und hier sowieso nicht rausgelassen werden. Können wir das nicht mal ganz wegstellen? Die Tür braucht doch sowieso keiner hier. So, jetzt aber. Ich brauche meine... Der Stuhl wieder. Ich hätte mir lieber einen neuen Stuhl kaufen sollen. Ah, es ist noch mehr verpackt. Oh, wie schön. Und ich sehe schon. Perfekt. Ah, so. Der Boden kann auch was halten. Ah, liebe Welt da draußen. Da seht ihr es. Eine Höfner. Noch total in Ordnung, hoffe ich. Naja, bei dem Alter steht gar nicht drauf, wie alt, aber das müsste eine vor der Industrialisierung gewesen sein. Also eine vor 75, meine ich. Ich glaube, 72 fing das an oder so. Ja, meine Gitarre ist verschollen beim Gitarrenmacher. Und es war wahrscheinlich ein Linkshänder, der das hier bezogen hat. Also, die schicke ich wieder zurück. Es sind ja nur noch 4 Seiten dran. So geht's natürlich nicht. Die Gitarre ist zu schwer. Der Stuhl fährt immer runter. Einen Ton gibt es auch. Aber dazu gibt es später noch mehr im nächsten Jahr. Die Saiten sind natürlich jetzt nicht richtig bespannt. Also die Gitarre ist nicht richtig bespannt. Ich hoffe, die Saiten sind schon richtig bespannt. Aber das gute Stück nochmal wird mir sehr viel Spaß machen. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich für eure vielen Spenden. Und natürlich nochmal ganz wichtig, die Spenden sind in den Kanal geflossen. So ist es richtig. So soll es sein. So habe ich es ja auch versprochen. Aber ich hatte vor geraumer Zeit ja mal aufgerufen für eine Spendenaktion für eben eine neue Gitarre. Meine ist verschütt gegangen beim Gitarrenbauer, meine alte Höfner. Und ich habe einen Fitsch gemacht. Ich habe ganz günstig noch eine andere gekriegt, aber die ist ein bisschen klein und das ist auch nicht ganz das Modell, das ich damals hatte. Diese hier, das ist tatsächlich, scheint tatsächlich das Modell zu sein, das mir abhanden gekommen ist. Und sogar die Mechanik, die Technik oben sieht aus, als wäre die schon richtig alt. Ja, nochmal zu dem Thema. Irgendwann wurden die Dinger industriell hergestellt und nicht mehr von Hand und deswegen haben die ganzen Sachen, die ganzen Höfner-Gitarren, Höfner ist ja jetzt schon eine bekannte Marke, die ganzen Höfner-Gitarren, die vor 75, glaube ich, hergestellt wurden, die haben noch einen ganz speziellen Sound. Und die später natürlich, die maschinell hergestellt wurden, die haben auch noch einen Sound, aber nicht mehr diesen speziellen Sound. Ja gut. Ja, wundert mich ein wenig, dass die Saiten so komisch hier aufgezogen sind. Aber das werden wir sehen, was das für einen Sound gibt demnächst irgendwann. Also ich werde 2019 jetzt sehr viel üben dürfen für euch, damit es dann 2020 vielleicht heißt,
zurück mit Richard Pier. Das andere Teil möchte ich euch auch noch ganz kurz zeigen, wenn ich hier durchkomme. Auch hier habe ich die Seiten, ja, ich muss auch Seiten haben, natürlich, ich muss mal gucken, ich müsste noch welche in der Schublade haben. Auch das hier ist eine Höfner, eine alte aus Hamburg, wie man riecht. Riecht ein bisschen nach Meer und so, also ist auch schon, ist noch älter, ich glaube, die ist aus den 60ern oder so. Die ist noch älter und da habe ich einen Fitsch gemacht, da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass ich die wirklich erhalte und ersteigern kann bei eBay, natürlich. Es gibt auch andere Versandhäuser, ich weiß. Der Stuhl! Ja, und die ist ein bisschen kleiner. Die ist ein bisschen kleiner und def nicht das Modell, das ich dann eben vorher hatte. Ja, ein bisschen. Man kann sie auch spielen und sie wird einen guten Sound haben, denke ich. Leider waren hier Stahlsaiten draufgezogen, was für eine Konzertgitarre jetzt nicht sehr, sehr gut ist. Es sind auch, glaube ich, keine Spezialstahlsaiten. Es gibt ja diese mit Nylon umsponnenen. Die könnte man, wenn man mutig ist, noch benutzen. Ich würde es nicht machen, denn der Steg kann da abreißen zum Beispiel. Hinten. Ja, zwei Gitarren. Ich habe ja nur zwei Hände, aber vielleicht wachsen mir irgendwann noch mal welche. Hände meine ich, nicht Gitarren. Gitarren wären auch nicht schlecht. Ja, aber das hier ist doch genau mein Ding. Passt wie angegossen. Hoffentlich kann ich das dann auch noch. Werden wir sehen. Wie gesagt, ein bisschen Übungszeit brauche ich dann schon, um wieder anfangen zu können. Ich habe auch noch eine Western-Gitarre. So ist es nicht. Ich habe auch eine E-Gitarre. Also so ist es nicht. Nur das war mein Zauberholz. Auf der Höfner habe ich alle meine Songs geschrieben. Und das tut mir schon sehr weh, dass die Gitarre weg war. Von daher freue ich mich ganz besonders, dass ich da doch noch welche gefunden habe. Und dass ich diese dann vor 4 Wochen bekommen habe und mit euch zusammen jetzt auspacken konnte. Sehr schön. Ja, riecht irgendwie... Rieche ich da Leim? Das kann ja nicht sein. Ja, vielleicht wurde die neu geleimt, aber man weiß es nicht. Riecht ein bisschen nach Holzleim. Ja, aber das ist der Härtetest, der kommt. Die wird bei mir schon richtig, richtig ausprobiert. Liebe Welt nochmal, vielen Dank. Vielen Dank für die Spenden. Ja, die anderen Gitarren, die nehme ich eben für Live-Auftritte, habe ich die schon genommen. Die, damit man was zum Wechseln hat. Ihr wisst ja, bei Wellensittingen im Käfig, da steckt man ja auch unterschiedliche Größen von Stangen gerne rein, damit die keinen Krampf in den Krallen kriegen. Und von daher, wie gesagt, ich freue mich riesig über die Gitarre, über diese Höfner hier. Aus dem Jahre 1972, genau wie meine alte Gitarre auch. Und dann ist nur noch die Frage, wie das mit dem Sound ist. Liebe Welt da draußen, ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal für eure Spenden, vor allem für eure Spenden, vor allem auch für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Hey, Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.